Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Baphomet Fluch Director's Cut. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, das immer hinterher zu sagen. Aber man will es ja auch richtig machen. Schauen wir uns doch mal dieses hübsche Boot hier an. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Nico, hier schauen auch Kinder zu, was... Obwohl, naja, was ist heutzutage noch 13 oder Kinder? Alle wissen, worum es geht, alle erkennen es, von daher, was soll man da großen drumherum reden, ne? Aber es ist schon ein sehr versauter Witz, wow. Und dazu mit dieser sexy Stimme. Ja, wir sind hier immer noch in der Ile de la Cité und versuchen unter die Conciergerie zu kommen. Ich hoffe, mein Amateur-Französisch tut euren Ohren nicht zu sehr weh. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Das ist bei französischen Festungen kein Wunder, schließlich ist das Haupthobby der Franzosen, sich zurückzuziehen. Okay, ich lasse meine Franzosenwitze besser mal weg, aber wir versuchen da mal reinzukommen. Wahrscheinlich wird's nichts. Das ist ein Zaun. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Schauen wir uns mal das hier an. Laterne, oder? Das ist das alte Bootshaus unter der Conciergerie. Ach so, das ganze Bootshaus. Bootshaus, ah, okay. Conciergerie. Ah, das Symbol erkennen wir doch wieder. Hallo. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Das hast du doch schon mal gesehen. Ja, das ist nämlich das auf dem Tuch. Das Kreuz. Ja, das kennen wir doch. Okay, dann wollen wir doch bestimmt hier mal rein. Moment, du weißt doch, welches das ist. Hä? Okay. Ah, okay. Was ist das jetzt hier? Ach, du Scheiße. Du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann und sich das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben, manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Um einen Balken zu verschieben, klicke ihn an und schiebe ihn waagerecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn haben willst. Okay, also das Ding hier muss ganz bis hier bis dahin durch. Okay. Das heißt, jetzt werden wir wohl ein wenig viel rumschieben müssen, befürchte ich. Ja, so schwer kann das schon nicht sein. Okay. Versuchen wir noch erstmal ein bisschen rum. Was geht hier denn so Feines? Okay. Wow. Ich glaube, das war für den Anfang schon gar nicht so verkehrt. Ja. Nee, wartet mal. Nee. Das bringt mir nicht weiter. So, irgendwie das Ding da wegkriegen. So. Ja, so krieg ich. Okay. Das hilft mir schon mal nicht weiter, aber so. Okay, jetzt wird's nur. Ja, Moment. Ne, so auch nicht. Halt. So. Jetzt können wir das schon mal da durchschieben. So gefällt es mir auch nicht ganz. So. Hm. So. Okay. So. Ha! Ich hab's. Ja, der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Das ging schnell. Na, dann wird's auf der anderen Seite doch mit Sicherheit genauso schnell gehen. Also da habe ich jetzt eigentlich gar keine Zweifel. Aber das war gerade ein bisschen sehr schnell, oder? Ich hab ja nur ein bisschen rumgespielt. Okay, schauen wir mal. Der muss bis zum Ende hier durch. Okay. Na, er geht ja immerhin schon mal bis hier. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Okay, ich glaube, das sieht schon schwieriger aus. Vor allem müssen wir bis zum Ende durch. Das sieht um einiges schwieriger aus. Wieso? Okay. Aha. So. Nee, das bringt mich irgendwie nicht weiter bei dem, was ich vorhabe. Das auch nicht. Wieso nicht? Ich muss, glaube ich... Wenn ich das halbwegs im Blick habe, der hier stört am meisten, der muss definitiv ganz dringend weg.
Und der hier. Damit ich den wegschieben kann, weil dann kann ich den erst hier nach unten bewegen. Okay. Das heißt, der hier muss irgendwie weg. Wie kriegen wir das denn am besten wohl hin? So kriege ich ihn dann schon mal nicht weg. Oder? Moment. 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 Ach, dann ist das wieder. Okay, okay, okay. Das ist nicht leicht. Moment. Da war schon was. So. So. Immerhin mal das. Jetzt können wir da wieder alle zurück. Quasi. Ja. Jetzt noch mal. Das Ding müsste quasi dahinter sein und das wäre so, ne? Dann wäre das super. Okay. Halt, halt. Ha. Okay, okay. Da fehlt nicht mehr viel. Ach, yes! Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Puh. Das war nicht easy, aber wir haben es hinbekommen. Bisschen rumprobiert, aber... Wow. Okay, ist das ein Einwegschloss? Ich dachte, das wäre ein Geheimtreff oder so. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Auf jeden. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir und das meine ich nicht nur wörtlich. Ja, mir gefällt es irgendwie auch nicht. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Ah, ach so. Ach, das war der Mechanismus. Hab ich schon gewundert. Ich dachte, die fliegt jetzt einfach so aus allen Angeln und das war's. Das wäre das dümmste Sicherheitssystem aller Zeiten. Was ist das? Kaputtes Boot? Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Die hat aber auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, ne? Ganz wie George. Oha. Warum tust du sowas? Ah, oh, da liegt was drunter. Na gut. Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Wow. Wo kommt die denn her? Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Vor allem aus den 50ern. Wie kommt die denn bitte hier hin? Wo ist die denn? Ach, da. Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Hm. Wow. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, ganz offensichtlich. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Mhm. Also eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit diesem Ding hier zu tun haben. Ob da wohl diese Walze wird wohl nicht helfen, oder? Nee, das ist nur für die Botschaft. Rätsel gelöst. Karchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Nice, okay. Ich habe genau richtig gedacht. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Ja, was haben die hier nur zu suchen? Also das ist jetzt nicht so schwer, Nico. Das ist mal wirklich nicht so schwer. Wir haben doch hier unser Tuch. SDSSDSS. Also SDSS. S. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Das würde auch erklären, warum der Schlüssel hierzu in einem anderen Safe war. Doppelte Sicherheit. SD. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Ja, so schwer ist es auch nicht. Dann SS. SDSS. DSS. Jawolla. Haha. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Jawolla. Und diese Melodie im Hintergrund ist irgendwie gerade ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Wow. Okay.
Spannend. Was ist jetzt? Was ist das? Ein Kreuz. Hm. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, auf dem Tuch. Wie oft denn noch? Oh mein Gott. Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Heilige Scheiße. Das ist mal altmodisch. Ah. Bis zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Okay. Das einzige große Objekt, das wir haben, ist der Elefant. Oh Gott. Nee, den will sie auch gar nicht dafür benutzen. Aber sonst ist hier nichts im Raum, oder? Schau es dir mal in Ruhe an, von außen immerhin. Die Tafel ist festgeschlossen. Die Patronenhülse? Vielleicht kann man die da reinklemmen oder so, dass es dann verhakt. Nee, nee, das findet sie auch unlogisch. Nein. Ich wüsste auch nicht, wozu. Irgendwas zum Abstürzen, sagst du, aber ich finde hier nichts. Denk nach, Alex. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht das Kreuz einklemmen kann, dass sich halt nicht mehr so runterdrückt von alleine. Den Schlüssel? Nee. Das ist ja ein Grund, dass ich diese Geschosshülse gefunden habe, oder? Nein. Das Tuch drum wickeln wird auch nicht viel helfen. Nein. Das Tuch um den Elefanten wickeln? Nein. So rum, auch nicht. Die beiden verbinden auch nicht, nein. Die Spange dazwischen stecken. Auch nicht. Halt, halt, Moment. Da war unter der Tür war da was. Was ist das? Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Sauber. Heiß und schlau. Die beste Mischung. Aber, irgendwas... Die Tafel lässt sich nicht bewegen. Und da was reinklemmen? Ich sehe keinen Schlitz, um das Ding reinzustecken. Schade. Da müssen wir doch draußen irgendeinen Gegenstand finden. Irgendwas, was wir übersehen haben. Eine Holzplanke aus dem Boot reißen oder so? Vielleicht? Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Habe ich draußen was übersehen? Kann man hier eigentlich hoch? Kann auch nicht gehen. Nee. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Ich bin schon gewundert. Hätte mich aber auch gewundert, wenn wir schon hätten gehen können. Ah, vielleicht ist hier noch irgendwas, aber eigentlich lag hier nichts, ne? Nee. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nee, nee, hier ist nichts zu finden. Also können wir eigentlich nur mit dem arbeiten, was wir jetzt auch derzeit haben? Mit dem Ding, das brauche ich als Brücke, da kann ich auch nichts mit machen. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Genau, denke ich mir auch. Irgendwas mit dem Elefanten? Irgendwas mit dem Elefanten. Und den Zylinder rausziehen, dann geht die Tür ja wieder zu. Ne? Ich entferne den Steinzylinder. Halt. Die Tür bleibt auf. Das ist interessant. Können wir es damit machen? Das wäre natürlich jetzt gemein. Wie soll man darauf dann kommen? Auch nicht. Wohl, Moment. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Jetzt muss ich es abstürzen. Jetzt mit dem Elefanten, oder? Irgendwas muss ich dazwischen klemmen. Doch, den Zylinder. Ha, ich wusste es. Eins der beiden großen Objekte muss es ja sein. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ach, vielleicht ist es ja genau dafür gedacht, unter anderem. Das würde natürlich passen.
Okay, und was finden wir jetzt? Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Aber was, Leute? Was gehört da rein? Finden wir es gemeinsam beim nächsten Mal heraus. Mein Name ist Alex. Bis dann!